Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal wieder Pet Simulator X als Noob weiter. Und wie ihr wisst, bin ich ja schon in der Heaven Area. Und ich schaffe es heute endlich mal meine ersten Pets für Candies zu kaufen. Aber bevor das Video beginnt, lasst ein Like und ein Abo da. Wenn du 25% meiner Zuschauer meinen Kanal abonniert, also ich würde mich über ein Abo sehr freuen. Da ist er. Ich habe ihn gesehen, hier irgendwo. Nein, da vorne. Da komme ich nicht hin. Hier haben wir einen Giant Pumpkin. Und der könnte mir das restliche Candy geben, das ich bräuchte. Hallo, lass mich jetzt meine Pets hinsenden, bitte. Ey, ich brauche das. Nein, macht ihn nicht kaputt. Okay, ihr macht ihn nicht so schnell kaputt. Hier, Triple Coins rein. Und dann bekomme ich hoffentlich gute Candies hier raus. So, der geht schon ziemlich schnell kaputt tatsächlich. Wie viele Candies bekomme ich hier? Gar nicht so viele. Okay, ein paar. Es sind nicht wenige. Sagen wir es so, es sind nicht wenige. Es sind aber auch nicht absolut viele. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Alles geht klar. 300 Candies. Vielleicht bekomme ich heute noch die 25.000er. Hoffe ich zumindest. So, ich habe einen Triple Coin Boost aktiviert. Ich habe 12.000 und wir müssen auf 500.000 oder so gehen. Auf 500.000 waren es. Also auf einiges zumindest. Wie viel kostet hier Samurai Island? 525.000. Wir müssen hier viel farmen, Leute. Wir müssen hier viel farmen. So, und ich schaue währenddessen noch schnell auf Twitter, ob irgendwas getweetet wurde. Preston hat keinen Code getweetet, leider. Das heißt, schade, wir bekommen keine Triple Coin Boosts oder irgendwelche anderen Boosts dazu. Das heißt, wir müssen mit einem einzigen Triple Coin Boost heute leben oder aufranken. Dann bekommen wir, glaube ich, noch einen dazu. Oh mein Gott, bei uns ist LCLC. Wo ist LCLC? Ich liebe ihn. Nein, ich sehe ihn jetzt nicht da. Was ein Wunder. So, hier das Geschenk. Sehr schön. Boss, was ist denn los, Nico? Was ist los? Komm, was ist los? Warum spawnen hier so wenige Sachen? Ist das irgendein Bug oder so? Moin, Boss. Hallo. 5 Trillion braucht das. Ja, es sollte ziemlich schnell abgebaut sein. Mit den ganzen Leuten, die hier OP-Pets haben. Ja, baut mal kurz mit ab. Mach mal kurz das hier kaputt, Leute. Mach mal kaputt. Ey, mach mal. Ja, genauso. Okay, ich bekomme tatsächlich ein paar Diamonds da raus. Gar nicht weniger. 1100. Das ist in meinem Bereich gar nicht wenig. So, hier Geschenke. Die nehmen wir auch immer mit. Bin jetzt schon 90% bei Champion. Und ich habe einen zweifachen Coin-Multiplier tatsächlich, weil so viele Freunde bei mir im Server sind. Das ist sehr gut. Das hilft mir schon mal. Sehr viel weiter. 550.000 brauche ich, glaube ich. Wie viel bekomme ich denn bei der Ancient-Kiste hier? Wie viel bekomme ich hier? Geht ja auch gar nicht so schnell down. Und ich bekomme nicht so viel daraus, wie ich gerne haben würde, glaube ich. So, wenn ihr die kaputt macht, bekomme ich aber tatsächlich nichts raus. Geschenke hier, die geben mir immer noch gut Zeug. Aber das spawnt bei euch auch nicht mehr Zeug? Ist bei euch ja auch nur so wenig? Oder kann es sein, dass hier generell nur, dass das nur bei mir so angezeigt wird? Das ist so ein Anzeigebug hier ist bei mir. So, aber hier spawnen mit der Zeit auch nicht mehr neue Sachen. Also, es bleibt irgendwie dabei, dass hier nichts spawnt gefühlt. Der Server ist noch nicht gefixt. Das kann sein. Kann sehr, sehr gut sein. Ich schau mal einen neuen Server kurz. Wie kriege ich Pumpkin Cat, Huge Cat? Indem du sehr, sehr viel Glück hast beim Cursed Egg. Sehr, sehr viel Glück. Und ich bin jetzt auch ein Master. Sehr schön. Triple Damage Boost. Super lucky. Und ein Triple Coins. Sogar beides jetzt. Das ist stark. Das ist sehr gut. Und ich habe fast genug Candy. 22.000 habe ich schon. Heißt, ich kann bald wirklich auch durchrushen. Welcher Rang kommt nach Insane Hacker? Da kommt The Best nach Insane Hacker. So, oh mein Gott, die Kiste braucht wirklich lang, um abzubauen. Sie braucht wirklich, wirklich lang. Ich könnte aber auch jetzt auch direkt schon mal mein Triple Damage reinhauen, weil der geht ja 30 Minuten. Gut. Warum dauert das immer so lange? Es muss immer so lange dauern, Leute. Immer so ewig, ewig lange. So, Leute, 23.000 habe ich schon. Nur noch wenig zu den, wie heißen sie? Ja, 25.000 Candy. Und hier habe ich jetzt auch alles. Hier habe ich sehr, sehr viele Geschenke. Oh, sehr, sehr schön. Viele, viele Geschenke. So, diese Geschenke kann ich hier noch öffnen. Auf entspannt. Diese Geschenke noch. Alle Geschenke hier einfach öffnen. So, wie sich's gehört. Oh, ich habe sogar schon genug Candy. Oh, was? Also, Candy wurde gerade huge gebufft. Kann das sein? Ich habe gerade kurz nicht hingeschaut und ich habe einfach schon wieder genug Candy. Okay, Leute, joa. Dann wird es, glaube ich, Zeit, sich ein Ding zu holen, oder? Kann ich mich zu Halloween... Ich müsste tatsächlich 50.000 Diamonds zahlen, um mich zum Halloween-Event teleportieren zu können. Bin ich dumm oder was? Nee, Preston, die gönne ich dir nicht. Ganz sicher nicht. Da schieße ich mich mit der Kanone hin und kaufe mir jetzt so ein Egg. Dafür equippe ich sogar einen Super Lucky, von denen habe ich sogar schon wieder 5 Stück. Ihr habt gesagt, ich darf maximal immer nur einen von diesen Pets hier gleichzeitig equippen. Es ist egal welches, aber immer nur ein einziges. Deswegen öffne ich jetzt einfach mal eins von diesen Pets und ich bekomme dann einen Zombie-Bull und das ist tatsächlich das Schlechteste. Wow. Warum habe ich dann meinen Super Lucky Boost reingepackt, wenn ich eh das Schlechteste bekomme? Aber im Gegensatz zu einem 13,7K-Pet ist 25,4 Millionen gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Da will ich auch jetzt kurz mal zum Enchanted Forest schauen und hier hingehen ins Portal und dann zeige ich euch mal, wie schnell ich jetzt diese Ancient-Kiste so abbaue. Das sollte nämlich ein bisschen schneller gehen. So, hier. Die Kiste ist jetzt nämlich sehr, sehr schnell down. Um einiges schneller als zuvor. Ich bekomme da raus ein bisschen was. Ja, ein bisschen was. 1 Million Points direkt. Also dieses Pet hier hat mich gerade mega krass geboostet. Dieser
Halloween Bull oder Scary Bull, wie heißt der denn überhaupt? Dieser Zombie Bull, genau. Der hat mich huge geboostet. Bin jetzt schon in der Samurai Island gleich. Ich habe schon wieder 33.000 Candy. Also Candies kann man hier tatsächlich schon sehr, sehr viel schneller farmen, fällt mir auf. So, nächste Insel wäre tatsächlich Samurai Island. Könnte ich auch schon die Candy Island machen. Egal, wir machen jede Insel mal durch. Samurai Island, hier gibt es so eine Riesenkiste mit 200 Millionen. Aber die ist halt auch instant down, keine Ahnung. Oder was soll man machen? Die Kiste ist instant down. Sie hat keine Chance gegen uns. 0,0 Chance. Ich kaufe mir jetzt die nächste Welt. Dann dir viel Erfolg, wenn du Noob zu Pro machst. Ich werde jetzt auch das gleiche machen. Ja. Wir sehen uns dann. Roblox. Spaß. Ich werde der größte Pro zu Noob. Oh mein Gott, der größte Pro zu Noob. So krass. Und Victor klaut wieder meine Ideen. Leute, hier seht ihr es. Victor klaut meine Ideen. Kauft dir doch Halloween Eggs. Tatsächlich könnte ich mir nächstes Halloween Egg kaufen. Aber ich glaube, oder? Soll ich direkt auf das krasse Halloween Egg gehen? Auf dieses, ihr wisst schon, dieses krasse da, also dieses eine da. Dieses Cursed Egg. Weil ich dachte ja, insgesamt haben wir ausgemacht, ein Halloween-Pet immer equippen. Wir haben ausgemacht, dass ich immer ein Halloween-Pet equippen darf. Deswegen dachte ich mir, macht das vielleicht Sinn, wenn ich jetzt einfach mir dann ein Cursed Egg direkt kaufe. Und dann bin ich OP. Bin ich fertig mit dem Spiel, sozusagen. Eigentlich schon. Aber es ist auch halt direkt Cheaten vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist schon Cheating. Aber irgendwann muss ja diese Serie auch vorbeigehen, Leute. Irgendwann hat alles ein Ende. Auch vom Noob zum Pro. Das 8. Mal auf diesem Kanal. Und die Kiste geht schneller down als erwartet. Ich hätte mir gedacht, dass ich jetzt hier länger brauche für diese Kiste. Aber es geht tatsächlich ziemlich, ziemlich schnell. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Mach bis the best, dann darfst du aufhören mit dem Format. Bis the best, genau. Ich mach zum Rang bis the best. Wisst ihr, wie lange ich da gebraucht habe mit meinem anderen Account dafür, bis ich das hatte? Ewig, ewig. Also wirklich ewig. Ja, ich hab lange gebraucht. Ich habe locker wahrscheinlich eine Woche vom Steampunk-Event gebraucht dafür und ich habe lange gefahren. Und wenn ich das alles streamen sollte, dann könnte ich, glaube ich, 24 Stunden durchstreamen. Also es könnte wirklich eine Zeit lang dauern. Ich weiß nicht, ob ich gewillt bin, so lange das Spiel zu spielen. Frage ist, wie viel kostet eigentlich die nächste Region? Ich habe keine Ahnung. Die nächste Region ist auch schon die Hell-Region, glaube ich. Schauen wir da mal, wie viel die kostet nach diesem Ding hier, dieser Kiste. Und ich habe auch einige Boosts dazu bekommen, weil ich ja schon ziemlich hoch gestiegen bin. Okay, ein paar Boosts habe ich dazu bekommen. Zwei Triple Coin Boosts und zwei Triple Damage, die wir natürlich auch noch ausnutzen werden, hätte ich gesagt. Bin gerade mal Insane Hacker 19%. Ja, da brauchst du ewig lange. 66 Millionen. Also, ja, das ist die große. Das ist die Heaven-Ding, glaube ich, oder? Oder ist das die Hell? 66 Millionen kostet die Hell? Dann wäre das sogar ziemlich easy. Würde das komplett klar gehen eigentlich. Also gehen wir zu den Portals. Hell Island, tatsächlich 66 Millionen. Wie viel hat die Heaven Island? 150 Millionen. Das können wir auch schon bald leisten. Schauen wir aber jetzt mal in die Hell Island. Hier ein paar Geschenke und so. Ein paar von den Dingern. Und ich habe jetzt auch einen 1,8 Coin Multiplier. Yeah. So, ich mache jetzt mal diese Kiste hier down, Leute. Ich gehe schnell auf die Toilette und ihr habt viel Spaß hoffentlich dabei. So, hier bin ich wieder. Hier bin ich wieder. Irgendwie ist der Kiste schnell kaputt gegangen. Schneller als erwartet. So, ich brauche 750.000 für das Quest Egg. Und dann bekomme ich Huge Cat. Okay, ich habe Huge Cat gezogen. Du hast die Huge Cat gezogen? Das ist krass. Dann Glückwunsch, Bro. Wirklich stark. Ich will die heute auch noch ziehen. Nein. Oh, ich bin in der Kiste. Okay, dann macht ihr das mal schnell hier, Leute. Ihr macht es schon. Ich chill hier mein Leben als Noob. Hey, Leute. Hey. Wohnst du in Deutschland? Ich wohne in Deutschland, ja. Bin ein armer deutscher Bürger und ich werde unterdrückt von deutschen Gesetzen und Rechten, von allem. Ich bin ein Opfer des Systems, Leute. Ihr wisst es. Ihr wisst es, ich bin ein Opfer des Systems. Ah, stimmt. Hier fahren wir jetzt alle, Leute. Oh, stimmt. Und auf 7,5 Milliarden muss ich kommen. Gar nicht billig. Das Seven Egg kann ich mir schon kaufen, aber ich will ja das Imperium Egg eigentlich kaufen. Also ich merke richtig was von dem Double Candy. Okay, dann ist stark. Vorher 300k, jetzt 500 bis 600k, ja. Okay, das ist schon ein ziemliches Improvement hier. Tatsächlich, ja. Ist nicht schlecht, würde ich sagen. Ich kriege sogar weniger Candy, das kann ja fast nicht sein. Das sollte eigentlich nicht möglich sein, dass du weniger Candy bekommst. Oh mein Gott, schon wieder ein Giant Present in der Spawn World. Aber ich glaube, das können wir vernachlässigen. Ich bin Österreicher. Stimmt, das gibt's auch noch. Und die vergesse ich immer. 777 Millionen, krank. Das ist gar nicht wenig. Du vergisst uns, ja. Passiert, Leute, passiert. So, 750k Candy. Die sollten wir doch auch irgendwann demnächst mal erreicht haben. Also bald mal irgendwann so, oder? Was war das gerade für ein Sound? The Mystery Merchant has arrived. Oh mein Gott. Warte, aber es ist gar nicht die Zeit für den, oder? Wo ist er denn? Ist er hier? Warte, hä? Als ob. Er ist noch nicht gespawnt hier. Wo ist er arrived? Hä? Wo ist er? In der Cave. Willst du mir sagen, in dieser Cave? Weil da kann ich nicht rein. Welcher Cave? Ist das ein Cave-Ding? Ach da, ja, tatsächlich. Da, hier ganz hinten ist er. Oh ja, okay. In der Cave ist er. Direkt hinter der Volcano-Chest. Da ist der Mysterious Merchant. Wir können ja mal schauen, was der uns anbietet hier. Oh, und ich hab die Volcano-Chest alleine abgebaut. Yeah, cool.
So, schauen wir mal. Was bringt uns der Mysterious Merchant so? Und ich kann mir tatsächlich... Mein Gott, sind die Dinger billig. 13 Millionen für ein Rainbow-Ding. So, wir machen hier aber weiter. Und zwar, wir waren in der Himmelsding. Wie kriegt man ein Respect-Level? Du musst einfach öfters einkaufen bei dem Ding. Oh Gott. Und dafür brauche ich tatsächlich ziemlich lange für so eine Kiste. Ich habe jetzt aber auch gleich genug Candy endlich. Und ich bin gleich ein Rank-Up sogar noch. Was kommt denn nach Immortal? Godlike, glaube ich, oder? Ich werde gleich Godlike. Yeah. Oder war ich Godlike schon? Ich weiß es gar nicht. Nein, ich war Godlike noch nicht. Nach Godlike kommt Impossible. Also, es sollte gleich Godlike kommen. Gehe ich zumindest davon aus. Und ja, ich bin jetzt Godlike. Triple Damage Boost. 30.000 Diamonds. 2 Triple Coin Boosts bekomme ich dazu, tatsächlich. Und ich kann mir das Golden Heaven Egg jetzt sogar kaufen. Yeah, cool. Aber ich brauche noch ein paar Cursed Coins hier. Cursed Candies. Einfach für meine Cursed Eggs. Hey, ehrenlos. Ja, dann mache ich hier diese Kisten kaputt. So, ich habe aber gleich die Coins zusammen. Nur noch ganz kurz. Und gleich habe ich sie. Ja, jetzt habe ich die 750.000 Coins. Das heißt, es geht ab in das Halloween-Event, Leute. Es geht ab in das Halloween-Event. Und hier können wir uns jetzt das beste Egg einfach kaufen. Wir können jetzt schon das beste Egg im ganzen Spiel kaufen. Ich darf natürlich nur eines von diesen Pets hier equippen. Aber ich kann mir einfach das beste aller Eggs kaufen. Mit einem super Lucky Boost. Also ich werde wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich so einen Vampire rausbekommen. Und wir schauen mal, was ich hier bekomme. Und zwar bekomme ich hier aus diesem Egg hier einen Vampire. Weil ich mir fast dachte, ich muss jetzt diesen Zombie-Bull de-equippen und darf eine Vampire-Bed equippen. Und jetzt gehen wir wieder zu den Portalen. Und hier können wir jetzt schneller weiterfahren. Um einiges schneller, glaube ich sogar. Gehe ich mal davon aus. So, was war dieser Sound jetzt schon wieder? Ich weiß es nicht. Aber hier, das Zeug geht jetzt ziemlich, ziemlich schnell down. Hier, diese Kiste geht auch schnell down, hoffe ich mal. Ich brauche ja jetzt ein bisschen was an Coins, so, ihr wisst. Also gönn mal so, du weißt. So, Preston. Preston, wir verstehen uns doch so gut. Gönn mal. So. Schaffen wir es heute noch in die Tech-Welt? Das ist die Frage. Schaffen wir es heute noch in die Tech-Welt? Weiß es nicht. Wir müssen schon noch ein bisschen farmen. Und ich kann mir die Heaven's Gate Area holen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch weiterkaufen. Perfekt. Und ich kann mir jetzt auch dann die krassen Eggs holen direkt. Wie viele Coins bekomme ich hier? Dadurch nichts. Wir bekommen hier nichts. Sehr schön. Okay, mein Problem ist jetzt, ihr alle farmt hier an den Küsten, weil die Küsten gut sind. Das habe ich mitbekommen, ja. Aber ich will hier auch farmen, Leute. Ich will ja auch hier ein bisschen was bekommen. Ich brauche auch bessere Pets und alles. Also würde ich es unterstützen, wenn ihr vielleicht mal mich daran lässt, die Küsten. Würde ich unterstützen. Egal, ich kaufe mir jetzt hier neue Pets, hätte ich gesagt. Wie viel kostet denn hier so ein Egg? 350 Millionen Autos. Teuer. Das ist sehr, sehr teuer. Oh Junge. Das kann ich mir vielleicht doch nicht direkt leisten. Aber was ich mir leisten kann, stimmt. Das würde ich noch machen. Das kann ich mir leisten. Und zwar kann ich mir meine Pets enchanten. Das ist ja nicht so teuer. Also ein Vampire-Bed 10.000. Und dafür bekomme ich da raus auf entspannt Agility. Nein, Diamonds 4. Okay, aber nicht so gut, wie ich mir erhofft hätte. Das heißt, wir enchanten einfach nochmal und schauen, was ich daraus bekomme. Und ich bekomme Chestbreaker 1. Ich würde tatsächlich sagen, ich lasse das vorerst so. Ich habe nicht viele Gems und ich will tatsächlich gute Chests abbauen können. Und wenn ich jetzt schon mal einen 50% Increase habe, es könnte sehr gut sein, dass ich aus diesen 69.000 Gems, die ich jetzt noch über hatte oder habe, nichts Besseres ziehe. Also ich belasse es jetzt einfach erstmal bei diesem Enchantment. Aber warum müssen immer meine Kisten geklaut werden, Leute? Warum müssen immer meine Kisten geklaut werden? So ehrenlos. Ich wollte ganz normal farmen und dann passierte das. Ich will doch auf entspannt auch diese Kisten hier mitnehmen, Leute. Ich will sie doch genauso nur mitnehmen können. Warum darf ich nicht? So ehrenlos. Ich mache sogar einigermaßen gut Schaden mittlerweile. Ich bekomme auch gute Coins dadurch. Ehremann. Ehremann, er ist weg. Ich kann jetzt hier meine Kiste farmen. So ein Ehremann. Ich habe jetzt meine eigene Kiste, Leute. Neue Mystery. Enchant einfach das 23 Milliarden Mythical Gold. 5 Millionen Rainbow. 12 Millionen. Krass. Also, Champ, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Ich habe keine Ahnung, was du mit diesem Kommentar von mir willst. Ich weiß es nicht, Bruder. Ich weiß es nicht. So, und jetzt war ich kurz weg und auf einmal wird meine Kiste wieder weggefahren. Och, Manometer. Manometer. Und schon bekomme ich nichts mehr daraus. Sehr, sehr schön. Cool. Hallo, ich kann meine Pets nicht ransetzen. Jetzt aber. Gut. Aber ich bekomme trotzdem nichts daraus. Kann mir jetzt aber eins von diesen anderen Eggs kaufen mal. Kann mir endlich... Ich komme halt da nichts daraus. Es macht keinen Sinn, hier zu farmen. Es macht keinen Sinn, hier zu farmen, wenn die ganze Zeit Leute an dieser Chest hängen. So, hier. Wir haben die Möglichkeit offen, eins von diesen Eiern hier zu öffnen. Ein Empyrean Egg. Yeah. Und daraus bekomme ich direkt ein Empyrean Stallion, was, glaube ich, nicht mehr das Schlechteste war. Snake war das Schlechteste. Ich habe direkt ein Epic Pet bekommen mit 3 Millionen. Ist jetzt verglichen zu meinem Vampire-Bet nicht krass oder so, sondern sogar ziemlich schlecht. Aber ist ja nicht so, ist es nicht so schlecht. Nehmen wir es. So, perfekt. Jetzt könnte ich es aber tatsächlich mal bei der Hell Island versuchen. Da kann ich ja auch Chests abbauen. Das geht ja auch. Außer hier ist jemand und baut meine Chests ab. Aber ja, hier kann ich ja auch Chests abbauen. Da bekomme ich auch gut Cash dadurch, gut Fantasy Coins. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Das gefällt mir. 250 Millionen habe ich schon wieder. Okay, knapp 300 Millionen sogar fast. Sehr gut. 400 Millionen,
schon, okay, ich kann mir gleich nochmal ein paar von diesen Eggs kaufen. Ich könnte aber auch verzichten darauf fast schon. Ich weiß nicht. Soll ich mir ein paar von diesen Eggs kaufen oder soll ich darauf verzichten? Hm. Glaube ich, ich gehe einfach weiter. Ich, oder 7,5 Milliarden brauche ich. Da müsste ich tatsächlich ein bisschen farmen, aber dann würde ich halt auch in die Tech-World kommen. 7,5 Milliarden brauche ich. Das wäre das Zehnfache circa von dem, was ich jetzt habe. Es macht keinen Sinn, glaube ich, jetzt hier zu warten, um mir bessere Pets zu erfarmen, weil die Pets, die ich daraus bekomme, auch nicht so viel krasser sind, ganz ehrlich. Use doch die Halloween-Pets. Das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, aber Halloween-Pets fusen wären ja auch wieder Pets, die ich... weiß nicht. Weil wenn ich die Halloween-Pets fuse, ist das dann auch Cheaten sozusagen. Benutze sie nicht, ja, aber trotzdem... Irgendwie benutze ich sie ja trotzdem. Also wenn, dann fuse ich die Halloween-Pets und bekomme ein gutes Pet daraus, sagen wir so. Ich kann jetzt hier gleich nochmal ein Cursed Egg holen. Und ich kann ja auch die Halloween-Pets gold machen. Das ist ja möglich. Wir schauen mal. Ich gehe jetzt auf 1,5 Halloween-Candies und dann öffne ich mal zwei von denen, hätte ich gesagt. Und dann schauen wir mal, was für Pets ich daraus bekomme. Vielleicht bekomme ich ja auch einen Werwolf, der schon mal ein bisschen stärker ist. Müsste ich aber dann auch wieder enchanten, stimmt. Oder ich bekomme sogar ein Legendary-Pet, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ja, aber jetzt ist es tatsächlich schon fast 1,5 Milliarden. Das heißt, Tech World wäre möglich. Okay. Warum zerstörst du meine Küste? Ich bin tatsächlich auch schon in Godlike ziemlich weit aufgestiegen, fällt mir auf. Ich habe mir ja gedacht, dass ich nicht so weit aufgestiegen bin, aber schon ziemlich gut tatsächlich. 62%. Davor waren das noch bei 15, wo ich geschaut hatte. Hier ist das jetzt so schnell höher gegangen. Dann bringt die Küste hier, die Hell-Chest, ziemlich viel, glaube ich sogar. Also 1,5 Millionen Candy habe ich. Sehr schön. Das heißt, wenn die Chest jetzt kaputt ist, perfekt, dann gehe ich jetzt nochmal zu der Halloween-Area und hole mir zwei neue Pets direkt. Das ist der Plan. So, und ab ins Halloween-Event. Und zwei der Cursed Eggs instant mal. Können natürlich auch die goldenen aufmachen. Aber ich glaube, langfristig bringt das nichts. Nee, langfristig ist das hier besser. Deswegen werde ich das auch machen. Hier, öffnen wir mal direkt ein Vampire-Bett. Bringt mir nicht so sehr, ein Werwolf würde mir was bringen, aber ich bekomme tatsächlich einen Werwolf. Okay, da bringt mir was. Ich wollte sagen, ja, ich bekomme tatsächlich nochmal der Vampire-Bett. Aber nee, es war ein Werwolf. Der ist tatsächlich fast doppelt so stark wie der Vampire-Bett. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Ich bin jetzt im Enchanted Forest und ich würde sagen, dass ich die auch mal enchante direkt oder den auch mal enchante direkt. Ich habe jetzt zwei Vampire-Bets, die kann ich ja irgendwann noch golden machen und dann sind die noch stärker als der Werwolf gerade. Hier, Werwolf, enchanted und du gibst mir gerade jetzt Gifts 1, nicht das, was ich suche. Dann Super-Team. Eigentlich schon das, was ich suche. Aber auf einem einzelnen Pet, ist es stark dann? Bringt mir das was? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, ich glaube, ich sollte wieder zurück in die Hell Island, weil hier in der Heaven Island geht immer noch viel zu viel ab. So, hier, ein bisschen farmen wir noch mit meinem Werwolf hier auf entspannt. Mal schauen, wie viel ich hier jetzt bekomme. So, es geht schneller, ja. Ich bekomme ein bisschen was, hätte ich gesagt. Ich bekomme schon gut dazu. So, null, gut, aber irgendwie geht es nicht kaputt. Perfekt, freut mich, sehr schön. Felix, du hast deine Vampire-Bats nicht equipped? Ja, ich weiß, mit Absicht sogar, weil ich mal ausgemacht habe, dass ich insgesamt nur ein Halloween-Pet immer equippen darf, weil es sonst zu OP werde. Deswegen habe ich die extra nicht equipped. So, hier noch einmal kaputt. Jetzt sind wir auch bei 2,5 Milliarden. Das ist ein Drittel tatsächlich schon zu dem, was ich wollen würde, will, egal. Aber ich würde sagen, Leute, genug von Noob zum Pro für heute. Wir werden nächstes Mal in die Tech-Welt kommen, sage ich euch. Wir kommen nächstes Mal in die Tech-Welt, zu 100%.